Gemeinsam wollen sie ein Zeichen setzen. Die Radfahrer in Hamburg. Sie verabreden sich einmal im Monat im Internet zum Massenradeln. Die Polizei kennt das schon. Mal wieder Überstunden. Sie sichert das Fahrrad-Happening ab, so gut es geht. Die Radler übernehmen die Straße und blockieren die Autos. Eine Provokation. Bald liegen die Nerven blank. Das Kräfteverhältnis ist auf den Kopf gestellt. Freie Fahrt nur für Radler. Anarchie und Hamburgs Autofahrer verzweifeln. Radfahrer gegen Autofahrer. Der Wutpegel steigt. Ich hab lange gewartet. Ihr habt recht. Geh mal weg. Wem gehört eigentlich die Straße? Heute triumphieren die Radfahrer. Und sie haben auch noch Spaß dabei. Viele Autofahrer finden das überhaupt nicht lustig. Ja, wir wissen überhaupt nicht, was ich hier habe und was ich für Sorgen in meinem Leben. Ja, das glaube ich, das ist rücksichtslos. Was glauben Sie denn? Ja, das ist wirklich rücksichtslos. Und ich habe dringend einen Termin. Das ist wirklich rücksichtslos. Nehmen Sie die Aktion. Warum? Inzwischen ist die Innenstadt lahmgelegt. Die Radfahrer sagen, wir behindern nicht den Verkehr, wir sind der Verkehr. Kein Wunder, dass sie sich hier wie natürliche Feinde begegnen. Radfahrer und Autofahrer. Super daneben. Wir stehen hier jetzt, glaube ich, seit einer Viertelstunde oder sowas. Hier ist auch kein Polizeiwagen. So, ist ja nicht mal öffentlich anscheinend. Ich weiß nicht, ob das geplant wurde von irgendwem. Das ist eine Facebook-Veranstaltung, aber es ist ein Kein Unding. Verständnis für den Radverkehr. Nein. Es sind die Leute, die sich kein Auto leisten können. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen. Doch den Radfahrern geht es nicht um Statussymbole, sondern um den knappen Verkehrsraum in den Städten. Sie fordern Gleichberechtigung, etwa durch mehr Radwege. Die Masse der Teilnehmer zeigt, dass der Frust in Hamburg besonders groß ist. Doch auch in anderen Städten formieren sich Radaktivisten. In Osnabrück treffen wir Daniel Dirk. Er will uns die Radwege Osnabrücks zeigen. Viele verlaufen direkt auf den Hauptstraßen, als sogenannte Radfahrstreifen. Manchmal ganz in Rot, meist aber nur mit weißen Linien markiert. Osnabrücks Innenstadt, eine Mutprobe für Radfahrer. Es gibt Radstreifen, die im Nichts zwischen Autospuren beginnen. Dirk ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer und Blogger. Er sagt, Osnabrück braucht echte und vor allem sichere Radwege, damit mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen. Ja, die Infrastruktur ist hier einfach nicht schön. Es lädt nicht zum Radfahren ein. Die Leute fühlen sich unsicher auf den Radfahrstreifen, die hier geboten werden. Hier setzen die Verkehrsplaner schon lange auf solche einfachen Radstreifen, die baulich von der Straße nicht getrennt sind. Doch viele Radfahrer fühlen sich darauf unsicher. Sie meiden diese Strecken. Nur ganz Mutige, wie Dirk, lassen sich davon nicht abschrecken. Hey! Das Argument für Radstreifen, sie seien besonders sicher, weil man die Radfahrer darauf besser sieht. Deshalb ist das Konzept so verbreitet. Doch sind sie wirklich sicherer oder bergen sie nicht vielmehr ein höheres Risiko? So, jetzt haben wir wieder den typischen Radfahrstreifen. Rechts parkende Autos. Der Radfahrstreifen schön durch die Doring Zone durch. Schön durch die Zone, wo die Autotüren aufgeschlagen werden. Wenn man da zügig unterwegs ist als Radfahrer, muss man echt hellwach sein. Radfahrer wissen, wovon Dirk spricht. Auf YouTube finden sich viele Beispiele. Plötzlich aufgehende Autotüren sind eine ständige Bedrohung. Es ist immer ein mulmiges Gefühl dabei. Man hat rechts eine ganze Reihe parkender Autos, muss immer schauen, ob sich da drin was tut, ob vielleicht gleich eine Tür aufgeht. Fährt so weit wie möglich links auf dem sowieso schmalen Radfahrstreifen. Da hat man dann aber die Autos, die einen überholen. Das ist wie ein kleiner Tunnel. Von rechts und links kann es jederzeit kommen.
Theoretisch ist der Radfahrstreifen ja eine feine Sache. Ein eigener Verkehrsraum auf der Straße, getrennt von den Autospuren. Okay, vorne sieht man schon mal einen Falschparker. Auf der anderen Seite auch. Jetzt natürlich scheiße. Jungs, könnt ihr den Radweg freimachen? Für Daniel Dörg sind solche Hindernisse Alltag. Autofahrer müssten Radfahrer endlich als gleichwertige Verkehrsteilnehmer begreifen, meint er. Das gleiche gelte für die Stadtplaner. So, jetzt kommen wir auch an eine super Stelle. Erstmal total schmaler Radfahrstreifen, der jetzt einfach endet. Also der Streifen hört jetzt einfach auf. Ende der Radverkehrsinfrastruktur. Jetzt sieht man es ganz gut. Es ist fast ein Highway. Zwei Spuren für Autos in jede Richtung. Für Fahrräder Fehlanzeige. Nichts. Kein Wunder, dass die Osnabrücker nur knapp 20% ihrer Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Da ist noch viel Luft nach oben. Das zeigt eine vergleichbare Großstadt. Oldenburg ist die Fahrradstadt in Norddeutschland. Weit über 40% des Verkehrs findet hier auf zwei Rädern statt. Bundesweiter Spitzenwert. Radwege sind hier fast immer baulich klar getrennt vom Autoverkehr. Wir treffen die Rentnerin Heidi Tauchert. Mit dem Rad bewältigt sie den Alltag, macht Erledigungen und Einkäufe. In Oldenburg, sagt sie, ist Fahrradfahren enorm populär. Fast jeder macht's. Sie schätzt die sicheren Radwege, die auch zur Spazierfahrt einladen. Rechts wunderschöne klassizistische Häuser und links den Schlossgarten. Hier ist es sehr schön. Eines der edelsten Häuser in Oldenburg. Hier haben früher die Hofbediensteten sich ihre eleganten Häuser gebaut. Und es gilt heute noch als ziemlich erste Adresse. Auch der Nachwuchs ist unterwegs. Was für Heidi Tauchert ein Radfahrparadies ist, empfinden andere als Zwangskorsett. Fahrradkurier Roman Eichler zum Beispiel. Der Radkurier hat es eilig. So, kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsstück, benutzungspflichtiger Radweg. Einen Moment. Willkommen. Das hier ist echt schwierig zu verstehen, warum man hier so was Hubbeliges hingebaut hat. Oder man hat eben keinen Bock mehr drauf. Nutzt mal die Fahrbahn und gleich ist viel, viel ruhiger. Aber da es hier keine Möglichkeit gibt, abzubiegen, muss man wieder auf diesen Feldweg. Auf Radwegen gibt es einfach zu viele Hindernisse, findet Eichler. Zu schmal. Hier Fußgänger auf dem Radweg. Achtung! Was steht denn hier wieder rum? Jetzt arschgefährlich. Hier jetzt eine Strecke, die wirklich Aufmerksamkeit erfordert. Leute, die hinter der Bushaltestelle vorkommen. Ein Marktbeschicker, Marktplatz. Es ist sehr eng. Vorsicht! Warum kann man hier nicht auf der Busspur fahren? Vorsicht! Das ist einfach mit dem Fahrrad wahnsinnig anstrengend. Man muss sehr aufmerksam sein, vor allem wenn man schneller fährt. Man kann sich natürlich damit abfinden, dass man hier mit 12, 15 km/h lang zuckelt. Aber wer normal zügig von A nach B will, der fährt eben 20, 25. Normal zügig? Eichler will sprinten und hätte dafür gerne die ganze Straße. Das sei auch sicherer als auf dem Radweg, weil man dort besser gesehen werde. Inzwischen ist es Radfahrern in Oldenburg vielerorts sogar erlaubt, auf der Straße zu fahren. Doch außer Eichler scheint das kaum jemand zu machen. Trotz Straßenfreigabe bleiben die meisten doch lieber auf dem Radweg. Woran liegt das? Das ist relativ einfach zu erklären. Der Oldenburger, die Oldenburgerin hat sich daran gewöhnt, dass es auf dem Radweg ab und zu wuselig zugeht und gefährlich ist, fährt in dem entsprechend vorsichtig, hält sich von der Fahrbahn fern, auch wenn er dort fahren dürfte. Wir reden öfter vom devoten Oldenburger Radfahrer, der das einfach so hinnimmt. Devot? Quatsch, sagt Heidi Tauchert. Sie fährt auf Radwegen, hält die Straße für ziemlich gefährlich.
Die Ideologie ist ganz klar. Das Fahrradfahren oder die Radfahrer sollen gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer sein. Ist ja im Ansatz auch richtig. Nur in der Natur spricht es halt dagegen. Wir haben eben kein Blech um uns herum. Und von daher haben wir ein anderes Sicherheitsbedürfnis als ein Limousinenfahrer. Denke ich mir einfach. Termin bei Norbert Corallus. Der Verkehrsplaner will Radfahrer auch lieber auf der Straße sehen. Fußgänger und Radfahrer passen einfach nicht zusammen, meint er. Er hat sogar ein Schild entwerfen lassen, um das Straßenradeln populärer zu machen. Auch ein Fahrrad sei nun mal ein Fahrzeug und das gehöre auf die Straße. Er selbst geht mit gutem Beispiel voran, wohl wissend, dass die meisten Oldenburger lieber den Radweg benutzen wollen. Der Radfahrer hat ja die Wahlfreiheit. Sie sagen zu Recht, er nutzt die Fahrbahn gar nicht, aber er muss sie ja auch nicht nutzen. Doch viele Radwege sind hier in die Jahre gekommen. Warum dann nicht einfach neue, großzügige bauen, wenn die Oldenburger eh nicht auf der Straße fahren wollen? Wenn man die ganzen Fahrradwege in Oldenburg sanieren würde, auf das Normmaß bringen würde, würde unheimlich viel Geld kosten. Und dazu könnten die Anlieger auch nicht zu 100% herangezogen werden. Also letztlich, glaube ich, ist es auch eine Sache, um Geld zu sparen. Der rasende Kurier Eichler ist ohnehin der Ansicht, dass Radfahrer auf die Straße gehören. Vor allem bei seinem Tempo. Ja, auch super gefährlich. Rechtsabbieger, Leute hinter der Brücke. Autos kommen aus der Einfahrt. Mach Platz. Wird einem auf der Straße nicht passieren. Unglaublich nervig. Hier sieht man mal, wie unpraktisch Autos in der Innenstadt sind. Rasende Radler auf der Straße. Ein rotes Tuch für viele Autofahrer. Die kommen aus Ecken, die hast du noch nie gesehen, die Ecken. Die sind auf einmal da. So ist das. Die fahren bei Rot kreuz und quer über die Kreuzung. Dann schlängeln sie sich hier wie die Verrückten durch. Ja. Und das finde ich, das tut nicht Not. So, die benutzen Fahrradwege, auch wenn sie gegeben sind, nicht, weil sie meinen, auf der Straße fahren zu müssen. Fußgänger übersehen die auch. Und Fußgängerzonen, da denken sie, da können sie auch durchradeln. In Hamburg kriegen es Kampfradler mit ihnen zu tun. Die Fahrradstaffel der Polizei ist täglich unterwegs. Sie hat es vor allem auf Geisterradler und Rotlichtsünder abgesehen. Verkehrskontrolle. Es dauert nur Minuten, bis die Falle zuschnappt. Denn viele Radfahrer sehen in roten Ampeln offenbar nur gut gemeinte Empfehlungen. So, eine Dame, die an allen Radfahrern vorbeigefahren ist, da könnt ihr mal das Gespräch führen. Bei Rot über die Ampel, das wird teuer. Und sie wird nicht die einzige bleiben. Hier an dieser Stelle führen wir eine Rotlichtkontrolle durch. Zielpunkt hierbei sind Radfahrende, die mal bei Rot fahren. Darf ich einmal kurz gucken? Zwei Kollegen nehmen die Verfolgung auf. Ob sie den Radkurier wohl erwischen? Habt ihr das Video mit drauf gerade? Ja, der ist abgebogen. Ja, okay. So, ein Herr mit unserer Rover ist bei Rot rübergefahren. Jetzt wird es grün. Fußgänger, zwei Fußgänger, eine Radfahrerin standen und haben gewartet. Genau der Herr ist das. Frühstart. Radfahrer angehalten. Ich komme wieder zurück und beobachte weiter. Ja, verstanden. Haben Sie ihn erwischt? Den haben wir bekommen, ja. Die Rotlichtsünder trudeln im Minutentakt ein. Dann such mal bitte stehen. Es wird die einfache Rotlichtfahrt sein. Und das ist dann als Mindestverstoß 60 Euro plus Verwaltungsgebühren. Weit kommt der Polizist mit seiner Belehrung nicht. Boah, finde ich schon recht happig, 60 Euro. Aber naja, ist dann halt so, ne? Und werden Sie in Zukunft nicht mehr rot fahren, oder? Ja, das ist natürlich eine blöde Frage, jetzt um ganz ehrlich zu sein, wenn keine Autos da sind. Ich meine, es war jetzt keine große Kreuzung, sondern eine kleine Straße. Dann geht oder fährt man schon mal über Rot. Ja. Es ist ja nicht nur die Fahrt an sich, auch wenn kein Kfz-Verkehr kommt oder kein Auto kommt. Es sind halt auch noch Kinder unterwegs und die sehen das dann auch. Die sehen, ach, der fährt bei Rot und wenn er das darf, dann kann ich das ja auch machen. Und so kommt es halt auch zu, also jetzt nicht primär in dieser Situation, so gefährlichen Situation, sondern halt später. Viele Radfahrer nehmen die Verkehrsregeln nicht ernst genug. Die Beamten der Fahrradstaffel können das nicht ändern, allenfalls hier und da sanktionieren.
Doch wie läuft es anderswo, etwa in Kopenhagen? Die dänische Hauptstadt gilt als Radlerparadies schlechthin. Auffällig, Kampfradler sucht man hier vergebens. Fast alle halten sich an die Verkehrsregeln. Das liegt auch an der guten Infrastruktur. Kopenhagen investiert viel Geld in Radwege. Fast überall sind sie deutlich breiter als in Deutschland. Fahrradfahrer fühlen sich hier sicher. Stefanie Krone vom Fahrradclub ADFC sieht Kopenhagen als Vorbild für deutsche Städte. Der Radverkehrsanteil in Kopenhagen liegt bei weit über 50% und er wächst weiter. Dagegen sinkt die Zahl der Unfälle. Krone ist nach Kopenhagen gereist, um zu lernen, was sie hier besser machen als in Deutschland. Den Kontrast findet sie frappierend. Hier kommen Radfahrer auf 3 Metern angeradelt. Das sind wirklich Radalleen, die hier durchführen. In Deutschland sehen wir meistens Pseudo-Radwege, die irgendwie 80 cm breit sind, entweder auf einem buckeligen Bordstein oder direkt auf die Straße gepinselt, sodass der schnelle Verkehr direkt vorbeizieht. Und da können wir wirklich noch eine ganze Menge lernen. Krone ist unterwegs zu einem der Väter des Kopenhagener Fahrradwunders, dem ehemaligen sogenannten technischen Bürgermeister, zuständig für Verkehrsfragen. Heute ist Klaus Bondam Präsident des dänischen Fahrradclubs. In Kopenhagen ziehen alle an einem Strang, um ein umfassendes Fahrradkonzept umzusetzen. Bordsteine trennen die Bereiche für Radfahrer, Fußgänger und Autos. So bleibt jeder Verkehrsteilnehmer in seinem Bereich. Durch die bauliche Trennung fühlen sich Radfahrer sicher, auch Senioren und Familien mit Kindern. Und die Radwege sind fast immer so breit, dass langsame Fahrer überholt werden können. So müssen die Schnellen nicht auf die Straße ausweichen, was sie hier auch gar nicht wollen, weil die Radwege gut asphaltiert sind. Sinnvoll angelegtes Geld, meint Bondam, der in seiner Zeit als Bürgermeister klare Prioritäten setzte. In der Stadt geht es immer um Prioritäten. Wollen wir einen Fahrradweg oder wollen wir Parkplätze? Für mich ist die Antwort klar. Ich will einen Fahrradweg. Warum? Weil ein Radweg viel, viel, viel mehr Menschen nützt als ein Parkplatz für eine Person, die ihr Auto 95% der Zeit dort stehen lässt. Es steht einfach da und nimmt den Platz ein. Das gut ausgebaute Radwegenetz macht das Fahrrad zum schnellsten und bequemsten Verkehrsmittel in Kopenhagen. Sogar Autofahrer profitieren davon, weil es weniger Staus gibt. Vor einigen Jahren wurde diese Haupteinfallstraße umgestaltet. Aus 4 Autospuren wurden 2. Die Breite der Radwege dagegen hat sich verdoppelt. Auch in Kopenhagen gab es Widerstand. Es war eine sehr, sehr, sehr schwierige politische Entscheidung. Es gab viele Kontroversen. Die Ladeninhaber waren aufgebracht und fürchteten ihren Ruin. Doch nicht nur hier in Kopenhagen, auch in anderen dänischen Städten beweisen Studien, dass Fahrradfahrer mehr einkaufen. Warum? Weil sie impulsiver shoppen. Sie fahren auf ihrem Rad, sehen ein hübsches T-Shirt, bleiben stehen und kaufen es. Weil es viel einfacher ist, als wenn sie mit dem Auto unterwegs sind. Kopenhagen gilt weltweit als Vorbild. Nun wollen auch deutsche Städte nachziehen. Doch hierzulande sehen Radwege meist so aus. Schmal, verwinkelt, mit schlechter Oberfläche. Nicht gerade einladend, wie hier in Hamburg. Doch die Hansestadt hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Sie will jetzt auch Fahrradstadt werden. Mit 9 Radwegen will sie den Zweiradanteil verdoppeln. Von 12% auf 25%. Dafür investiert Hamburg. In neue Straßen und in weiße Farbe. An vielen Baustellen sind Fahrbahnmarkierer im Einsatz, um Radfahrstreifen zu markieren. Eine dicke durchgezogene Linie und Fahrradpiktogramme. Sie sollen das Radfahren sicher und komfortabel machen. Das jedenfalls verspricht Hamburgs Radverkehrskoordinatorin Kirsten Pfaue.
Die Radstreifen sind für Pfaue die ideale Lösung. Hoher Fahrkomfort und Sicherheit durch gute Sichtbarkeit. Die bekannten Argumente. Außerdem sind sie auch viel billiger als baulich getrennte Radwege. Ich glaube, es ist eine sehr gute Gestaltung des gesamten Straßenraums, nämlich die Fußgänger, ich kann es nur noch mal betonen, haben ihren eigenen Bereich. Das ist für die Gastronomie wichtig. Es gibt die Parkstände und die Fahrräder werden im Blickfeld auf der Straße geführt. Allerdings verwechseln viele Autofahrer die Radstreifen mit Parkplätzen. Für Kurzparker praktisch, für Radfahrer gefährlich. Statt einer baulichen Trennung wie in Kopenhagen gibt es hier nur weiße Linien. Nahkampf mit ein- und ausparkenden Autos ist programmiert. Nichts für Unsichere. Kann Hamburg seinen Radverkehrsanteil damit wirklich verdoppeln? Nachfrage. Wenn Radfahrstreifen sozusagen als neue Infrastrukturmaßnahme geplant werden, wird dann auch an die gedacht, die nicht so gerne im direkten Nahkampf mit dem Auto unterwegs sind? Also erstens ist für mich der Radfahrstreifen kein Nahkampf mit dem Auto. Das sind bundesweite Standards, da ist ausreichend Platz. Das ist auch abgetrennt durch die deutliche Linie vom Kfz-Verkehr. Also das Wort, finde ich, passt schon gar nicht. Dass die Radstreifen zweckentfremdet werden, ist für Pfaue kein Gegenargument. Es ist nicht gut, es ist nicht glücklich und gleichwohl kommt es zu solchen Situationen im Verkehr. Am Verkehr nehmen viele Verkehrsteilnehmer eben teil. Und diese müssten sich jetzt erstmal an die neue Führungsform auf der Straße gewöhnen. Die Kritik an den Radstreifen weist Pfaue zurück. Schließlich seien diese besonders sicher. Gefährlich beim Fahrradfahren sind die Rechtsabbiegevorgänge, dann, wenn der Fahrradfahrer nicht im Sichtfeld für die Autofahrer ist. Tatsächlich sind rechtsabbiegende Autofahrer die größte Bedrohung für Radfahrer. Immer wieder kommt es zu fatalen Unfällen, weil Autofahrer beim Rechtsabbiegen Radfahrer, die geradeaus fahren wollen, übersehen. Die Unfallforschung der Versicherer hat das in einem Crashtest nachgestellt. Der Radfahrer hat bei diesem Szenario zwar Vorfahrt, doch das nützt ihm nichts, wenn er im toten Winkel übersehen wird. Das Hauptproblem, was wir haben, ist, dass der Autofahrer entweder gar keinen Schulterblick macht oder er macht einen, aber nur zu kurz. Und er weiß nicht, dass sich in seiner B-Säule oder auch in anderen Teilen des Fahrzeugs der Fahrradfahrer komplett verbergen kann. Und dass er auch zwei- oder dreimal schauen müsste, um sicherzugehen, dass dort kein Radfahrer ist. Das tut er oftmals nicht und deswegen kommt es zum Unfall. Dass Radfahrstreifen in dieser Hinsicht auch nicht sicherer sind, kann man hier sehen. Denn es kommt vor allem darauf an, dass Autofahrer über die Schulter schauen. Oft nehmen Autofahrer gar keine Rücksicht. Zugeparkte Radstreifen etwa sind Alltag. Die Hamburger Fahrradstaffel kann das Problem allein nicht lösen. Immer wieder müssen Radfahrer in den fließenden Autoverkehr ausweichen. Es kommt halt immer zu gefährlichen Situationen. Und da ist der Radfahrer natürlich der schwächere Verkehrsteilnehmer und muss letztendlich damit leben. Völlig überzeugt von dem Konzept der Radstreifen scheinen selbst die Beamten nicht zu sein. Würden Sie Ihre Kinder hier fahren lassen? Meine Kinder? Da lebe ich Gott sei Dank auf dem Land und muss das nicht machen. Auf dem Land scheint die Welt noch in Ordnung. Familie Pape lebt eigentlich gerne in Sommerland in Schleswig-Holstein, wenn da nicht ein großes Problem wäre. Alltägliche Besorgungen, der Schulweg, der Kirchenbesuch, das alles würden Elke und Horst Günther samt Enkel eigentlich gerne mit dem Fahrrad machen. Doch das trauen sie sich nur selten, denn auf der Straße zum Nachbarort gibt es weder einen Radfahrstreifen noch einen Radweg. Sie wollen uns das mal zeigen. Die Landesstraße 168 führt direkt durchs Dorf. Etwa 3 Kilometer müssen sie sich jetzt an den Rand der engen Fahrbahn quetschen. Auch Felix, Vorsicht! Mit dem Fahrrad ist es einfach zu stressig. Meistens nehmen sie dann doch das Auto. Denn hier fährt die Angst immer mit. Vor allem bei Elke Pape, seit sie einen besonders ungeduldigen Autofahrer hinter sich hatte. Ich kam aus Glückstadt und vor mir fuhr ein Auto. Und hinter mir, derjenige wollte überholen und ist fast auf mich raufgefahren. Ich habe ihn praktisch hinter mir, ich habe mich gefühlt, wie er mich schon überholen wollte. Und ich bin nur noch zitternd nach Hause gefahren und habe gesagt, nie wieder. Was haben Sie in dem Moment gedacht?
Ich falle in Gram, viel lieber rutsche ich in Gram, als dass er mich anfährt. Nee, das war fürchterlich. Auch die Nachbarfamilie Reimers würde gerne mehr Fahrrad fahren. Doch sie steht vor dem gleichen Problem. Eigentlich sollte es an Landesstraßen einen Radweg geben. Auch in Sommerland wurde ein solcher geplant. Vor 25 Jahren schon. Gebaut wurde er nie, was Reimers nicht versteht. Wir sagen ganz klar, dass es eben über alle Parteigrenzen hinweg eigentlich gewollt und akzeptiert ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Dann muss man aber an so einer Straße eben einen zusätzlichen Weg für das Fahrradfahren auch schaffen. Sonst wird hier keine verantwortungsbewusste Familie mit ihren Kindern jemals vernünftig längs fahren können. Das geht einfach nicht. Familie Reimers ist unterwegs zu einem Treffen mit Gleichgesinnten. Der gemeinsame Kampf für den Radweg hat die Dorfbewohner zusammengeschweißt. Auf halbem Weg zwischen ihren Dörfern haben sie ein Wartehäuschen samt Radmahnmal aufgestellt. Ein stilles Zeichen des Protests. Ich fahre gerne Fahrrad, aber nicht so gerne hier. Ich versuche die Strecke zu meiden. Nur wenn ich es wirklich muss. Am Tag geht das noch. Aber in dem Augenblick, wenn es dann schummrig wird oder dunkel wird, dann ist die Gefahr ganz groß. Extrem gefährlich. Also die Geschwindigkeiten sind so hoch, bei über 100 km/h auf diesem geraden Stück. Da wird man abgedrängt als Radfahrer und hat ganz brenzliche Situationen. Auch nach vielen Jahren vergeblichen Kampfes für einen Radweg geben die Sommerländer nicht auf. Heute halten sie neben dem Mahnmal einen bemerkenswerten Gottesdienst ab. Dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Singen und beten für einen Fahrradweg. Wieder in Osnabrück. Daniel Dörk ist erneut unterwegs auf den Radfahrstreifen, die bei Verkehrsplanern so beliebt sind. Dagegen sprechen allerdings die Unfallzahlen. In Osnabrück sterben deutlich mehr Radfahrer im Stadtverkehr als im gleich großen Oldenburg, obwohl dort viermal mehr Menschen Radfahren. Wir besuchen einen Unfallschwerpunkt, die sogenannte Todeskreuzung. An dieser Stelle wurden bereits drei Radfahrer von abbiegenden Lkw getötet. Und das, obwohl der Radfahrstreifen direkt auf der Straße markiert ist, was ja für eine bessere Sichtbarkeit der Radfahrer sorgen soll. Da schiebt mancher lieber, schon aus Erfahrung. Weil das hier wirklich gefährlich ist. Wenn Sie hier das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ein Auto den Radfahrerweg nicht einhält, sondern rüberfällt. Und auch LKWs, vielleicht sehen Sie es wirklich nicht. Daniel Dörk und andere Aktivisten haben weiße Fahrräder als Mahnung aufgestellt. Die sogenannten Geisterräder sollen Autofahrer sensibilisieren, beim Abbiegen besser auf Radfahrer zu achten und den Schulterblick nicht zu vergessen. Doch warum sind Radfahrstreifen überhaupt so verbreitet? Das ist die einfachste Lösung für Städte, weil es oft nur mit ein bisschen Farbe verbunden ist, was auf die Fahrbahn gebracht wird. Ich persönlich würde mir gute, sichere Radwege für Leute wünschen, die noch nicht Rad fahren. Ich habe kein Problem damit, auf solchen Radfahrstreifen zu fahren. Ich habe auch kein Problem damit, auf der Fahrbahn zu fahren. Aber so kriegt man Leute nicht aufs Fahrrad, die noch gar nicht Fahrrad fahren. Eine getrennte Grünphase für geradeausfahrende Radler und Rechtsabbieger soll Unfälle hier künftig verhindern. Immerhin gibt es sie, die neuen Konzepte, auch in Deutschland. Ruhrgebiet. Hier macht ein neuer Radweg Furore. Der Radschnellweg 1, kurz RS1, ist Deutschlands Vorzeigeprojekt. Er verbindet schon heute Essen und Mülheim. Bald soll er über 100 Kilometer durch das gesamte Ruhrgebiet führen. Wir treffen Chefplaner Martin Tönnes in Essen. Mit dem RS1 will Tönnes tausende Pendler vom Auto aufs Rad locken. Die Strecke eignet sich ideal für schnelle Elektroräder, da sie kreuzungsfrei ist.
Damit ist die Fahrt zwischen den Ruhrmetropolen genauso schnell möglich wie mit dem Auto. Tönnes erwartet, dass langfristig 50.000 Autofahrer aufs Rad umsteigen. Das Fahrrad wird aus meiner Sicht zu einem vollwertigen Verkehrsträger. Bislang war Radwegeplanung, ich will die Kolleginnen und Kollegen nicht allzu häufig kritisieren, häufig eine Resteplanung. Also da, wo noch ein bisschen Platz war auf der Straße, hat man dann Radweg gebaut. Und wenn der Platz nicht mehr ausgereicht hat, hat der Radweg dann auch manchmal einfach geendet und man wurde wieder auf die Fahrbahn, auf die Autobahnfahrbahn geführt. Und ich glaube, wer sich heute insbesondere in den großen Zentren, in den großen Ballungszentren mit Mobilität beschäftigt, der weiß, wir brauchen alle Verkehrsmittel, um dieses Verkehrswachstum zu bewältigen. Der Radschnellweg Ruhr gilt als Leuchtturmprojekt für die Fahrradförderung in Deutschland. Heute will sich Daniel Dörck die Strecke gemeinsam mit Martin Tönnes anschauen. Herzlich willkommen hier im Ruhr. Der Blogger ist beeindruckt von der 4 Meter breiten und glatten Fahrbahn, die auch noch eine Beleuchtung, Markierungen und einen Winterdienst erhalten soll. 1 Kilometer Radschnellweg kostet 1,8 Millionen Euro. Verglichen mit Autobahnen oder Schienenprojekten sei das extrem günstig, meint Tönnes. Vor allem angesichts der Entlastung für die Autobahnen. Zur Mittagszeit sind kaum Pendler unterwegs. Ideal für eine lockere Fahrt. Denn auch Freizeitfahrer wissen den RS1 und seine Vorzüge zu schätzen. Erstmal brauchen wir nicht auf der Straße zu fahren. Wir brauchen auf keinen Autoverkehr zu achten, auf keine Fußgänger in Anführungsstriche. Ich finde das super, dass sie für die Fußgänger extra Weg gemacht haben. Die ist so was Gemütliches und so was Schönes, der Radweg hier. Wunderbar. Das ist hier jetzt wirklich autobahnmäßig, ist alles asphaltiert. Mit einem modernen Wort zu sagen, geil. Ich genieße das, da habe ich immer ein Lächeln auf dem Gesicht, wenn ich hier drauf bin. Solche Radschnellwege gibt es in Dänemark und den Niederlanden schon lange. Inzwischen hat man ihr Potenzial auch in Deutschland erkannt. Vor allem angesichts der steigenden Zahl von Elektrorädern, mit denen man auch längere Strecken flott fahren kann. Daniel Dörck kommt ins Schwärmen. Überhaupt keinen Vergleich zu den Radwegen, die wir kennen. Das ist eine Welt für sich. Muss man natürlich sehen, wie das eingebettet ist. Das ist eine Verbindung zwischen Stadt und Stadt. Dafür ist es echt spitzenmäßig. Wenn man sowas innerhalb von Städten hinkriegt, dem motorisierten Verkehr ein bisschen Platz wegnimmt, dann wäre es eigentlich so die Trauminfrastruktur für Radfahrer. Auch die Sommerländer träumen unverdrossen weiter von einem Radweg. Mit ihrem Mahnmal im Schlepptau demonstrieren sie in der Landeshauptstadt Kiel. Ihr Ziel, der Landtag von Schleswig-Holstein. Dort wollen sie die Politiker an den dringend benötigten Radweg erinnern. Heute findet eine Landtagssitzung statt. Tatsächlich stellen sich einige Abgeordnete den Sommerländern. Die Parlamentarier verweisen auf die prekäre Finanzlage des Landes. Ministerpräsident Albig hat keine Zeit, kriegt aber immerhin ein Flugblatt. Diskussion vor dem Landtagsgebäude. Zur Überraschung aller kommt sogar Verkehrsminister Reinhard Mayer raus. Doch konkrete Zusagen macht er nicht. Man will im Gespräch bleiben. Gero Reimers bleibt skeptisch. Heute ist auch ein zentraler Satz gefallen, den ich auch als Grund ansehe, warum wir wahrscheinlich nicht so schnell zum Erfolg kommen, nämlich die Aussage, wenn wir euch den Fahrradweg geben, dann kommen vielleicht alle anderen und wollen auch einen Fahrradweg haben. Nach dem Prinzip gibt es nirgendwo einen Radweg. Ernüchtert machen sich die Sommerländer auf den Rückweg. Den Kampf geben sie aber nicht auf. Sie wollen, dass ihre Kinder endlich einen sicheren Schulweg erhalten. Zurück in Hamburg. Der Metropole, die Fahrradstadt werden will. Hier wird gehandelt. Die Radfahrer sollen endlich auf die Straße. Im März 2016 lässt die Stadt den beliebten Radweg an der Alster auf einer Länge von 500 Metern abreißen. Die Radfahrer müssen jetzt die Straße benutzen. Denn hier gibt es bereits eine sogenannte Fahrradstraße. Die wollten die meisten Radler allerdings nicht benutzen, weil es eben eine Alternative gab. Den schönen Radweg in der Grünanlage. Vorbei. Nun müssen die Radler auf die Straße.
Das ärgert sie. Ich finde, das ist der totale Irrsinn. Inakzeptabel. Schwachsinn. Ich finde es unmöglich, vor allen Dingen hier an den parkenden Autos vorbeizufahren. Hier sollen auch Kinder fahren. Da fahren LKW lang, da fahren Busse lang. Man fährt hinter den Abgasen hinterher und ich weiß nicht, was das soll. Aus meiner Sicht ist das ganz großer Nonsens, denn ich frage mich, wo ist der Vorteil für den Fahrradfahrer, wenn ich von einem funktionierenden, exklusiven Radweg im Grünstreifen zurück auf die Straße gezwungen werde? Diese Frage geben wir an die Sprecherin der Verkehrsbehörde weiter. Wir zwingen niemanden. Fahrradfahrer sind hier auf der Straße sicher. Und wir wollen Fahrrädern ein vernünftiges Angebot machen. Und dieser alte Radweg war kein vernünftiges Angebot. Und deshalb der Abriss für 30.000 Euro. Die meisten Leute, die hier fahren, die lachen sich tot über diese Geschichte. Das stimmt nicht. Ja, auch dieser Verkehr. Ich bin ein paar Mal gefahren. Das ist mordsgefährlich. Gucken Sie mal diese Teile an. Die fahren hier im Minutenabstand und scheren sich nicht um Fahrradweg und 30 und so etwas. Das ist mordsgefährlich hier. Die meisten, also ältere Menschen wie ich oder Mütter mit Kindern, fahren auf dem alten Fahrradweg. Doch warum sollen eigentlich alle Radler auf die Fahrradstraße? Die Stadt hat dazu einen Erklärfilm gemacht. Eine Fahrradstraße unterscheidet sich von anderen dadurch, dass Radfahrer Vorrang haben und die gesamte Straßenbreite zum Radfahren genutzt werden kann. So dürfen die Radfahrer auch nebeneinander fahren. Falls dafür Platz ist. Denn auch LKW, Busse und Autos dürfen auf die Fahrradstraße. Tempo 30 ist oft nur Wunschdenken. Insgesamt bieten Fahrradstraßen den Radfahrern deutlich mehr Sicherheit durch reduzierten Autoverkehr. Und gewährleisten eine gute Sichtbarkeit aller Verkehrsteilnehmer. Damit ermöglichen Fahrradstraßen ein schnelles und konfliktarmes Vorankommen. Die Hamburger Verkehrspolitik treibt seltsame Blüten. Doch Radverkehrskoordinatorin Kirsten Pfaue wähnt sich auf dem richtigen Weg. Fahrradstraßen sind eines der zentralen Elemente ihrer Strategie. Der Abriss des Radwegs an der Alster sei sinnvoll gewesen. Schließlich fahre es sich auf der Straße viel komfortabler. Vor allem jetzt, nachdem der Fahrbahnbelag mit Millioneninvestitionen verbessert wurde. Manche kritisieren, dies sei vor allem den Autos zugute gekommen. Das sieht Pfaue anders. Sie muss es nur noch den Bürgern erklären. Überzeugungsarbeit ist wichtig, wie hier bei einer Infoveranstaltung zum weiteren Ausbau der Fahrradstraße. Jeder soll sich hier in der Alster wohlfühlen, das Ambiente genießen, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten oder mit Fahrradfahrern um knappe Plätze zu konkurrieren. Fußgänger und Sportler werden mehr Platz erhalten. Und die Radfahrer fahren da auf der Straße. Auch dort haben sie eben deutlich mehr Platz bekommen. Deutlich mehr Platz für Autofahrer und Radfahrer? Klingt wie der Traum von einem Paradies, in dem Löwen friedlich neben Lämmern leben. Unerschrockene Radfahrerinnen wie Kirsten Pfaue schreckt es nicht. Sie versteht die ganze Kritik an der Fahrradstraße nicht. Das bereits abgerissene Teilstück des Radwegs soll daher auch nicht wiederhergestellt werden. Da bleibt sie konsequent. Können Sie nicht verstehen, dass es auch zum Beispiel Menschen gibt, die vielleicht aufgrund einer Behinderung, weil sie nicht so schnell sind, weil sie älter sind, weil sie kleine Kinder haben, die einfach nicht zwischen schweren Bussen fahren wollen? Also wir gerade hier wird ja niemand zwischen schwere Busse gedrängt. Und auch wenn wir jetzt an Hauptverkehrsstraßen denken, ist es ja immer der Radfahrstreifen mindestens. Da fahren schwere Busse da hinten. Da hinten fahren Busse, aber die fahren ja langsam und es sind ja, sag ich mal, im Abstand. Es ist ja auch rücksichtsvolles Miteinander. Autofahrer sollen sich in Fahrradstraßen zurückhalten. Ob diese Empfehlung den Radfahrern wirklich nützt? Auch in Oldenburg setzt man neuerdings auf Fahrradstraßen. Damit will Verkehrsplaner Norbert Corallus bei Radfahrern punkten. Ein paar neue Schilder, fertig war die Fahrradstraße. Doch richtig gut funktioniert das nicht. Radfahrer haben hier zwar mehr Rechte, aber nicht mehr Platz. Denn noch immer parken und fahren in der schmalen Straße Autos.
Dabei geht es hier schon eng zu, wenn nur Radfahrer unterwegs sind. Kommt noch der Schülerverkehr hinzu, stehen alle Räder still. Welchen Sinn macht das? Es ist doch eine Fahrradstraße. Warum fahren dann hier so viele Autos? Ja, wir haben hier den Anliegerverkehr zugelassen, den Kfz-Verkehr. Sie sehen ja schon, es ist relativ dicht bebaut. Es ist innenstadtnah. Wir haben hier sehr viele Wohnungen und auch gewerbliche Anlieger und auch die Schule. Und wollten natürlich die Erreichbarkeit der Anlieger zum Beispiel, ihre Grundstücke hier überhaupt nicht einschränken. Aber hier sind sehr viele Autos unterwegs. Das können ja nicht alles Anlieger sein. Ja, der Begriff des Anliegers ist sehr dehnbar. Wenn Sie ein Anliegen haben in einer Straße, sind Sie ein Anlieger. Wie sinnvoll sind solche Verkehrskonzepte? Wäre eine Trennung von Rad- und Autoverkehr nicht vielleicht doch die bessere Lösung? Wir sind noch mal in Kopenhagen, dem Fahrradparadies, in dem Radfahrer überall eigene Wege bekommen. Wieder unterwegs mit Stefanie Krone vom deutschen Fahrradclub ADFC. Heute hat sie einen Termin mit dem Mann, der das Kopenhagener Fahrradprogramm geleitet hat. Inzwischen berät er weltweit Städte in Sachen Fahrradinfrastruktur. Andreas Rohl sagt, er habe sich immer daran orientiert, was die Radfahrer wünschen. Etwa kurze Wege in die Stadt. Deshalb investierte Kopenhagen in neue Brücken, mit denen die Fahrzeiten für Radler reduziert wurden. Dem Planer geht es nicht darum, den Autoverkehr zu diskriminieren. Sein Credo: Je mehr Leute Fahrrad fahren, desto weniger Staus. Deshalb profitieren alle von den breiten Radwegen. Wir versuchen, so viele Radwege wie möglich so auszubauen, dass man nebeneinander fahren und sich dabei unterhalten kann und dass trotzdem noch jemand überholen kann. Im Zug oder im Auto plaudert man ja auch miteinander. Da wäre es doch nett, wenn man sich unterhalten könnte, während man mit Familie oder Freunden radelt. Und wir kriegen mehr und mehr Wege, auf denen das möglich ist. Die Radwege in Kopenhagen wurden in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut und verbreitert. Immer mehr Menschen nutzen hier das Fahrrad. Gleichzeitig sinken die Unfallzahlen. Für Rohl steht fest, nur wenn sich die Menschen auf dem Fahrrad sicher fühlen, werden sie es auch täglich benutzen. Entscheidend dafür sei eine konsequente bauliche Trennung vom Autoverkehr. In Kopenhagen erforschen wir, warum Menschen Fahrrad fahren oder eben nicht Fahrrad fahren. Studien zeigen, wie wichtig eine bauliche Trennung ist. Gucken Sie sich diesen Lastwagen an. Wenn so ein großer Laster kommt und Sie haben nur eine schmale weiße Linie dazwischen, dann ist das vielleicht für mich okay. Aber wenn ich mit meinem Kind unterwegs oder unsicher bin, würde ich mich dabei unwohl fühlen. Die breiten Spuren zeigen die Gleichberechtigung der Radfahrer. Davon profitieren auch Autofahrer, weil die Straßen leerer sind. Doch diese Infrastruktur fällt nicht vom Himmel. Kopenhagen investiert viel Geld in den Ausbau der Radwege. Zum Vergleich: Deutsche Städte wie Osnabrück oder Oldenburg geben jährlich pro Einwohner 3 bis 4 Euro für den Radverkehr aus. Kopenhagen dagegen mit 23 Euro ein Vielfaches. Es wird alles getan, damit ich hier zügig und komfortabel vorwärts komme. Zum Beispiel diese Brücke hier, ist extra für Radfahrer und Fußgänger gebaut. Die kommen hier so schnell gar nicht hinterher, die Karten zu aktualisieren, weil die ständig irgendwelche neuen Brücken bauen. Und wenn ich will, dass nicht nur die harten Fahrrad fahren, sondern jedermann das Fahrrad einfach als das bequemste und schnellste Verkehrsmittel wahrnimmt, dann muss ich auch dafür ein bisschen Geld in die Hand nehmen und auch ein eigenes, gutes, komfortables Angebot machen. Dass sich die Investitionen lohnen, zeigen viele Studien. Kopenhagen profitiert von der konsequenten Radförderung. Mehr Radfahrer, weniger Autos, das heißt keine Staus, bessere Luft, weniger Lärm, weniger Stress. Kurzum, ein gesünderes Leben. Das alles ist in Deutschland bekannt. Und Vorbilder gibt es auch.